Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Mario Party 2. Wir machen weiter in der Westernstadt, wo wir den letzten Part aufgehört haben. Yoshi's Express ist mit am Start und Hemsworth ist heute noch ein kleines bisschen hinterher. Aber mal sehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Stern war. Ja, da hatten wir einen Bowser. Der war da hinten irgendwo, oder? Jetzt bin ich abblind, ne? Na, auf jeden Fall. Du musst noch. Gehen wir mal. Was haben wir jetzt? Wir sind jetzt hier. In die Richtung. Ich glaube, es ist besser für uns. Hoffe ich zumindest mal. Alles andere wäre nicht so schön. So, jetzt ist Mario am Zug und jetzt wird das bei den anderen wie immer eigentlich auch durchgenudelt. Ja, solange bis wir dann wieder drauben dran sind. Hier gibt es ein bisschen Milk. Ich freue mich aber auch, das ist uninteressant. Ach, da ist das Stern. Interessant. Gut zu wissen, dass Peach gleich einen zweiten Stern haben wird. Das heißt, ja, Peach wird höchstwahrscheinlich gewinnen. Das prophezeit jetzt auch mal, auch wenn das jetzt hier nicht die letzte Runde ist. Muss es trotzdem mal prophezeien, dass dem mit Sicherheit so sein wird. Yeah! Quicksand Case. Okay, das sagt mir jetzt natürlich gar nichts. Was braucht man denn für dieses Game? Ich meine, ich nur die. Ah. Achso, okay. Ich glaube, ich kapiere es. Hier. Praktischen das Ganze jetzt mal. Also üben wir es mal, wenn das soll nicht funktioniert, weil ich gehe mir doch lieber auch immer auf Nummer sicher. Okay. Wir machen es einfach mal. Ich glaube, sie wissen, wie es geht. Ich muss da möglichst viele Münzen einsammeln, ohne in diesen Strudel zu geraten. Raus da, Yoshi. Danke. Die Peach macht mir echt Konkurrenz hier. Yoshi. Verdammt, ich bin weggerotzt. Nein, ich verliere. Mario gewinnt. Aber ich glaube, die Münzen behält man trotzdem, oder? Ja, nein, ich behält man. Geil, ich gewinne das Spiel. So, nach jeder Runde gibt es das am Ende ein Gewinnspiel. Hm. Jetzt gehen die letzten 10 Runden. Das wird ja lustig. Gut, halt, das halt ungefähr 2 Parter noch auf gut Deutsch, ne? Die wir jetzt mit diesem Spielbrett haben. Da kommen noch die anderen Parts ins Spielbrett. Also das Spiel zieht sich da ein bisschen zu in die Länge. Wie es bei Mario Party ja auch mehr oder weniger als aber einfach Standard ist. Ja, ich meine, ist ja Mario Party, ist es ja ganz normal, dass das ab und zu mal in die Länge zieht. Und wir bekommen, ja, ein schönes Item. Besser als mal unsere Bowser-Welt. Der Bowser rennt natürlich schnell weg. Wir kennen alle unseren Bowser. Das ist ja klar. So ein Peach holt es ja so safe ins Stern. Ich hab's gesagt. Damit ist jetzt offiziell wieder erst. Alter, das war mir wirklich so klar, dass es Peach jetzt diesen Stern holen würde. Ich kann's das gar nicht sagen. Ach, so, jetzt bekommen wir erklärt, wo wir unseren nächsten Stern finden können. Das ist auch zweifelhaft immer gut zu wissen. Okay. Oh Gott, schön, dass der Naturlist nicht gerade in meiner Nähe. Wer ist in meiner Nähe? Ich weiß nicht. Hoffen wir, dass ich drin vorbeigehe und wenigstens meinen ersten Stern hier hole, ey. Weil ja, ich hänge wirklich dezent weit hinter. Rück. Zurück. Mit einem Stern.
werde ich dann wieder einigermaßen wenigstens in den Rennen kommen. So, einfach ist 3-Minute-Game, wenigstens bin ich dann nicht der Lackcharakter, der gegen den Rest machen muss, weil das ist ja immer erfahrungsgemäß sehr angenehm, ne? Okay. Ich weiß einfach mal, als bei meisten Minigames, wenn man die einmal gespielt hat, versteht man dann auch tatsächlich, wie die funktionieren. Auch das ist sehr praktisch. Ups. So, die müssen die Bomben gleich bei so werfen. Hallo, wie werft man denn die Scheiße? Nee! Ich hab dich zwar geworfen, aber es heißt drauf. Immer alle gewonnen, immerhin. So. Dann sind wir jetzt einfach mal zufrieden. Vorhin seht ihr bei den 10 Punkte. Also die Minigames finde ich eher am besten, wo eine ganze Gruppe dann quasi was bekommt, das hat schon was. Zumindest besser als so manch was anderes. So. Gut, immer wenn es einfällt, das ist immer ein bisschen besser. Mario ist aber auch nicht gerade in der Nähe vom Stern. So. Oh, Bowser fällt. Bowser überlosen. Was hat er jetzt eigentlich gemacht? Aber wie nutzt man eigentlich dieses Item ein, was ich bis jetzt immer noch so schön habe? Ich habe keinen Peil. Also wirklich keinen Peil, wie das funktioniert. Müsste man dann irgendwie schauen, wie das funktioniert, ne? Wie oft will ich eigentlich noch sagen, funktioniert? Okay. Eigentlich nur Movehead. Gott, das sieht ein bisschen... Dieser Regenbogen Mario, das sieht so aus, als ob man so auf Droge wäre. Wie mach's mal lieber so erstmal aus, wie das ist. Wie practice nicht, wie es immer so ist. Start! Hä? What the heck? Was zum... Ich habe zwar kein Papier, das funktioniert, aber okay, nehmen wir es einfach mal. Jetzt sind wir alle auf Drogen oder was? So kommt es mir zumindest auf übelste vor, das bei dem... Hier ist halt der Mal als erstes aus, ich hab hier halt. Den Sinn davon nicht so ganz, aber okay. Das ist ein komisches Minigame. Ah, wir haben gewonnen, aber ich weiß nicht für was, ey. Ich weiß nicht für was. Aber okay. Okay, wir tun einfach mal so, als ob wir jetzt alle cool wären und gewonnen haben. Da. Yay. Stopp, hier muss ich jetzt erstmal schauen. Ah, definitiv. Da komme ich in die Nähe vom Stern. Das kann in der nächsten Runde von mir vorteilhaft sein, außer irgendjemand
wird in dieser Runde jetzt einen Stern abholen, was, wie ich es auf der Karte gesehen habe, höchst unwahrscheinlich ist, dass das, ja, nun mal passieren wird, ja. Dann kann ich mich zurücklehnen und schon mal meinen ersten Stern bekommen, was sehr gut ist, weil dann komme ich wieder einigermaßen ins Ranking rein und zumindest besser als Donkey Kong. Sagt er, solange bis Donkey Kong jetzt auch einen Stern bekommen hat. Verdammt! Der Donkey Kong ist, der macht kriminelle Machenschaften und stellt gerne Sterne. Okay, jetzt bin ich wirklich im Hintertreff. Wenn ich mir jetzt den nächsten Stern kaufe, dann habe ich noch mehr Münzen als Dings, Yoshi, als Donkey Kong. Alles ist wieder gut. Ich glaube, dann mache ich das. So, macht nämlich Sinn. Strategisches Denken muss man hier, ne? Strategisches Denken. Ja, das haben wir schon mal gespielt. Da. Weiß noch, wie es geht. Fuck! Ich hab's für die Taste gedrückt, aber verrat's keinem. Ja, ich spann, wie viel ist von diesen Armleuchtern, der es wirklich ins Ziel schafft. Mario hat wirklich sehr gute Chancen, weil der ist ja quasi immer vorne mit dran. Und alle drei schaffen es. Ist ja S-Prime, ist das Einzige, wenn das nicht schafft. Nee, Peach war als erster da, okay. Aber wenigstens alle drei. Wupp, mein Ziel gekommen, ey. Okay. Mach wenigstens keine Miese. So, jetzt bin ich wieder dran und nein, sehr gut. Halleluja. Ja. Danke schön für den Stern. So, jetzt bin ich immer schon mal Dritter und hab halt einen Stern. Wenn es sich vorderlacht. Oh. Süß. Der nächste Stern ist halt nicht weit weg von mir. Umgehe. LOL. Nein. So, which of you will win these 80 Coins? Achso, da kann man quasi entscheiden, wer diese 80 Münzen gewinnt. Okay, hoffentlich ich. Auf jeden Fall kann ich mir da gleich vom Tod was eines immer zweiten Stern holen. Was mich dezent freut dann in der nächsten Runde. Also erstmal so, wie das funktioniert, ne? Select Character. Confirm. Ich muss alles machen. Ah. Gut. Dass es gut war. Achso, das heißt, das erste am Ziel ist, oder wie? Verdammt, das war. Da war meins eine die letzte Wahl. Ich sehe schon. Komm! Nein! Verdammt! Okay, okay, Mario hat gewonnen. Peach hat sogar auch noch was bekommen, okay. Naja. Was soll's, immer noch genug, um in der nächsten Runde nochmal einen zweiten Stern zu juxen. Was gut ist. Ist nur die Frage, wie ich das Ganze denn anstelle. Ja, also ist. Ist immer gut, weil dann bin ich ja tatsächlich jetzt immer weiter, weil es neben Peach die einzigste bin, die hat zwei Sterne. Peach wird jetzt irgendwie rausgehauen oder sowas, mir erstresst sein kann hier. So. Ich will jetzt nicht mal einen Stern wegmobst, aber das hier muss man nicht machen hier. Drei Felder, macht die nichts. Gut. Ich muss immer so Angst haben.
Oder Donkey Kong, aber der ist, glaube ich, auch nicht in meiner Nähe. Läuft eh nur ein Feld, also. Keine Gefahr. So, eins war Streaming die Game. Okay, wir gedumptet hier. Beziehungsweise, wer ist es? Kommt erstmal überhaupt. Ich bin gespannt. Ah. Okay. Endlich können wir nicht viel mehr tun, als uns zu wackeln. In der Hoffnung, dass er uns einfach nichts wegnimmt hier, dieser. Aber der nimmt zumindest mich, hat er trotzdem mal weggenommen hier. Okay, ich glaube, das gewinnt Mario. Weil einmal einer mangelt Rennen, bekommt eine Person nicht mehr raus. Ich wüsste aber auch nicht, wie Gaumas sich hier gegen zu wehren kann, weil der bekommt das Hide an Mass, dieser Typ. Dann habe ich nochmal 30 Sekunden mehr. Der ist klug. Wie kann man sowas denn verlieren? Jetzt hat er nämlich nochmal 15 Sekunden mehr, also 44 Sekunden, um noch Donkey Kong ins Sach zu bekommen. Das gewinnt der. Aber verrat's keinem. Diese Minigame zum Beispiel finde ich ein bisschen tricky. Weil da kann man eigentlich wirklich nur verlieren. Naja, und dementsprechend, ja, willst du mal Party verstört, verstört Freundschaften? Weil Partys hat nicht so gerestet, aber okay. Ja, jetzt nehme ich mal einen zweiten Stern, ist ja geil. Danke. Lul, ich bin einfach erst der Einzige, der zerstört hat, oh. Oh mein Gott. Vielleicht ist der nicht neben der Bank. Das ist jetzt aber nicht so ganz in meiner Nähe. Aber es merkt's mir. So, aber ich bin zufrieden, ne? Aber nur, dass mir keiner meinen Stern siehst, die bitzt. Weil das wäre sehr asozial. Wie wir alle wissen. Nein. Ah, lul. Puh. Danke Mario dafür, finde ich nett. Auch wenn er jetzt Zweiter ist. Erster ist. Ich glaube, wenn ich mir keine Sterne. So, mit Mario, glaube ich, alleine im Minigame. Da kommen wir nur zu Sound, das haben wir ja hoffentlich verkackt. Weil in meiner Party wir tanzen, dass alle Gegner sind. Der Lul. Ja, ich muss mal ein Strateges machen. Dass ein Bowser da nicht über die Hüften fährt. So nach dem Motto. Ja, wir kommen einfach immer nur zwei Felder oder so weiter, kommt ey. Dieses war geil. So, gibt's hier Blair Minigame. Auch in der Sun. Da haben wir das hier, okay. Das haben wir schon mal gespielt gehabt. Wir haben die Kontrolle. Move left, right. AS Klimpen, okay. Das sollten wir es hinbekommen, hoffentlich. Müssen wir nur hoch. Ich hab's zwar gedrückt, aber scheiß drauf. Alter. Was ist das? Er versäuft alle. Alle ersaufen. Los. Das war knapp mit Mario und Donkey Kong. Wie Mario einfach immer alles gewinnt, ey. Dieser Gras. Oh. So, die letzten 5 Runden haben wir hier. Das machen wir aber erst im nächsten Part. Wenn wir dann in die letzten Top 5 Rounds gehen.
denn das war's jetzt mit dem Part. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.